Ab 1920 hat es angefangen, dass sie teilweise den Bauhausstil schon durchgesetzt hat. Ich habe Bleirohre, also nicht mehr Ton und Blei, sondern nur noch Blei. Weiterhin gibt es kein Bodengutachten. Und Dämmung im Dach eventuell schon, aber ohne Unterspannbahn. Die Außenwände sind im Regelfall relativ dünn, zu dünn, sodass es dort zu Feuchtigkeitsproblemen kommen kann. Der Keller ist im Regelfall noch nicht abgedichtet. Hier habe ich also schon ein Thema, dass Feuchte irgendwo aufsteigen kann, eventuell die Wohnung im Erdgeschoss befallen werden kann. Deswegen schaut euch genau die Wohnung im Erdgeschoss an, ob es hier irgendwelche Feuchtigkeitsprobleme gibt entsprechend. Wenn es Holzbalkendecken hat, dann sind die meistens unterdimensioniert, durchgebogen, eventuell morsch. Also hier genau schauen, entsprechend hüpfen, damit ihr vom Raum, um zu schauen, wie stark gibt die Holzbalkendecke nach. Innentüren sind gerne mal verzogen und haben auch im Regelfall keine Standardmaße. Das macht einen Tausch teuer. Lösung kann dann sein, aus einer Innentüre, wenn sie getauscht wird, ein Standardmaß zurückzuführen, nicht nur für den einzelnen Umbau. Da rechnet sich es vielleicht noch nicht so hundertprozentig, aber wenn ich dann irgendwann nochmal tauschen will, dass ich dann eben das Standardmaß habe und weggehe von den Sondermaßen entsprechend. Ich habe nach wie vor die Holztreppen drin, was ich also als Thema für den Brandschutz beim Dachgeschossausbau habe als Problem. Und Kanalanschlüsse sind häufig schadhaft oder verstopft. Da habe ich also ein Thema, wo ich mir das einfach genauer anschauen muss. Was ist da passiert? Auch ein Thema für die Gebäudeversicherung. Habe ich schon Wasserschäden gehabt? Wie viele? Bleibt mir die Gebäudeversicherung erhalten oder wird mir die eventuell ausgekündigt? Hier also genau sich über die Vergangenheit des Gebäudes auch erkundigen, wie viele Probleme da entsprechend mit verstopften, mit schadhaften Kanalanschlüssen oder Leitungen insgesamt entsprechend aufgetreten sind. Die Gebäude bis 1945, die sind besonders kritisch, denn hier sind wir in den Kriegsjahren unterwegs. Das heißt, wir haben eine schlechte minimalistische Bausubstanz, die von den kargen Kriegsjahren. Wir haben sehr dünne Wände, wieder das Feuchtigkeitsthema. Wir haben Schädlingsbefall im Dachstuhl häufig, also hier den Dachstuhl bitte ganz besonders anschauen. Hier gibt es auch entsprechende Mittel, mit denen ich das bekämpfen kann, wenn es noch nicht entsprechend stark fortgeschritten ist, sodass ich also so einen Dachstuhl durchaus auch noch retten kann. Teilweise gibt es Mängel in der Statik, das ist natürlich dann besonders kritisch zu beäugen, wenn sowas vorfällt. Brandschutz, da haben wir häufig das Thema, die Zufahrt ist zum Beispiel nicht richtig bedacht. Oder Brandschutztüren sind nicht vorhanden oder einfach irgendwelche Türen. Also hier gibt es häufig Themen im Brandschutz, die noch zu lösen sind. Das Dach ist häufig ungedämmt und auch weiterhin ohne Unterspannbahn. Hier kann also bei dem Ausbau dann entsprechend nachgebessert werden. Theoretisch bin ich ja verpflichtet, zumindest die Decke zu dämmen. Aber Ausbau und Prüfung findet im Regelfall nicht statt. Also ich mache einen Dachgeschossausbau mit, wenn möglich, und schlage es eben der unteren Wohnung als Maisonette zu. Die Gasleitungen könnten undicht sein. Hier mal einen Heizungsbauer entsprechend prüfen lassen. Das ist ein Risiko einfach in diesen Gebäuden entsprechend. Wenn wir uns jetzt die Gebäude ab 1945 anschauen, also Nachkriegsjahre, dann haben wir Bleirohre, teilweise noch Stahlrohre, bessere Bausubstanz als in den Vorkriegsjahren. Aber jetzt kommt wieder ein neues Problem dazu. Asbest, Formaldehyd, das sind natürlich Sachen, wenn ich da drauf stoße, wenn ich es freilege bei einer Modernisierung, dann muss es entsprechend fachgerecht entsorgt und ausgebaut werden. Das führt natürlich zu einigen Mehrkosten hier entsprechend. Wenn ich es nicht aufmachen muss und es bleibt in der Wand drin, will ich es lieber gar nicht wissen. Teer als Parkettkleber, auch häufig verbreitet. Und da habe ich es so, dass ich mit einem Epoxidharz dann entsprechend einfach die ganze Fläche versiegle und es drin lasse, weil rausreißen ist viel zu viel Aufwand. Also ich nehme das Parkett raus, lasse den Teer drin und mache eine Versiegelung mit Epoxidharz und gleiche dann bei der Gelegenheit auch noch entsprechend die Höhenunterschiede aus. Der Brandschutz ist nach wie vor ein Thema mit der Zufahrt, mit den Brandschutztüren, die häufig fehlen. Das Dach ist nach wie vor ungedämmt. Auch hier wird ein Ausbau häufig sinnvoll und dabei gleich zu dämmen. Die Gasleitungen sind nach wie vor ein Thema mit der Dichtigkeit hier. Ein
entsprechenden Heizungsbauer mal drüber schauen lassen. Holzbalkendecken kommen immer noch vor, auch wenn es weniger werden. Die haben gerne mal einen Schädlingsbefall. Am Dachstuhl schauen, wenn da kein Schädlingsbefall ist, haben wir vielleicht Glück, dass die Holzbalkendecken auch entsprechend nicht befallen sind, wenn sie denn verschlossen und verputzt sind. Wenn sie natürlich offen sind, genau hinschauen. Schallschutz nach wie vor geringer, gerade wegen den Holzbalkendecken, wenn noch keine Betondecken drin sind. Häufig haben wir hier eine gewisse Renovierungsbedürftigkeit bei den Gauben, wenn welche verbaut sind eben im Dach. Und dann kann man natürlich schauen, kann man es bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich vergrößern, das Ganze. Putzschäden kommen häufig vor, innen und außen, teilweise auch mit Feuchtigkeitsthematiken. Dann muss man hier eventuell großflächig erneuern, außen natürlich relativ aufwendig, wertet aber natürlich ansonsten so ein Gebäude natürlich auch massiv aus von der Darstellung, nicht zwingend aus der Banksicht, aber im Exit-Fall ist natürlich eine schöne neue Verputzung hier innen und außen natürlich Gold wert für die Aufwertung von so einem Gebäude und kann natürlich im Einkauf auch eine schöne Preisminderung mit sich bringen, wenn der Zustand einfach optisch entsprechend runtergekommen aussieht. Den Putz ist ansonsten nicht so wahnsinnig teuer. Gebäude, die jetzt in den 50er Jahren gebaut wurden und bei denen man jetzt sowieso die Fassade sanieren muss, bei denen kann man jetzt ausnahmsweise auch mal über Wärmedämmung nachdenken. Die Gebäudejahre davor macht es im Regelfall eben keinen Sinn, auch weil Dämmung hier häufig noch schaden kann und das Gebäude nicht gut ist, aber Gebäude in den 50er Jahren speziell hier macht es Sinn, über die Wärmedämmung der Fassade nachzudenken, sofort eben keine Holzteile mehr vorhanden sind, die entsprechend hier schimmeln könnten durch die Dämmung. Für die Dämmung ist es wichtig, wenn also ein Maler hergeht und übernimmt die Dämmung, dann sollte man im Vertrag entsprechend aufdiktieren, dass er auch die Ingenieurleistung übernimmt, um hier entsprechende Haftungsgründe für mangelhaft ausgeführte Dämmung eben abzuwälzen entsprechend. Beim Dachgeschossausbau in den 1950er Jahren muss ich aufpassen, die Decken sind teilweise, gerade die oberste Geschossdecke ist nicht ausreichend tragfähig. Das ist bei den Gebäudejahren davor im Regelfall kein Problem und danach auch nicht mehr so stark. Aber gerade hier in den Gebäuden habe ich häufig kein stabil genug Dach, letzte Geschossdecke, sodass ich also eventuell hier nochmal nachjustieren muss und schauen muss, dass ich nochmal den Boden entsprechend stabilisiere. Das kann bis dahin gehen, dass ich dann eventuell sogar nochmal entsprechende Stahlträger einziehen muss. Und das muss ich natürlich in meiner Kalkulation berücksichtigen, ob sich dann der Dachgeschossausbau noch entsprechend rechnet.